Koreanischer Schamanismus, eine ganz fremde, spannende Welt. Und darüber spreche ich heute mit Andrea Kalf-Cordero. Hallo. Grüß dich, Thomas. Und das Ganze erleben Sie auf Mystica TV. Ja, der koreanische Schamanismus, eine ganz fremde spirituelle Welt. Und normalerweise wäre es schwierig, da mit einer Koreanerin darüber zu sprechen, weil ich kein Koreanisch kann. Aber es gibt zum Glück eine Frau aus Bayern, die in diesen Schamanismus eingeweiht wurde im Jahr 2006. Und das bist du, liebe Andrea. Schön, dass du hier bist. Du hast jetzt hier für unseren zweiten Teil ein traditionelles Kostüm angezogen. Was macht das mit dir? Bist du dadurch sofort auch in einer anderen Energie? Ja. Natürlich. Also es ist für mich erst einmal anfangs sehr befremdlich gewesen. Es ist auch heute noch so, dass ich das mit sehr viel Respekt und Achtung, ja. Es ist einfach eine andere Kultur, ja, meine zweite Heimat. Und du bist wirklich eine Schamanin. Was bedeutet das aus deinem koreanisch-schamanischen Verständnis heraus? Also ich bin sozusagen, ich habe mein Leben abgegeben und bin im Dienste der Götter und der Geister. Das 365 Tage, 7 ja. Tage, 24 Stunden ja. und nimmt es sehr, sehr ernst. Mhm. Ja, also das ist mit sehr viel Respekt, mit sehr viel Demut und Achtung, mit viel Disziplin verbunden. War das ein sehr komplizierter Entwicklungsweg dorthin? Ja, also ich habe bestimmt das erste Jahr, ich bin in Korea geboren worden, zur Schamanin, habe mich dann gefühlt, als wenn ich ausgesetzt worden bin wie ein Findelkind, weil ich niemanden hatte, wo ich oft fragen konnte. Ich bin zwar regelmäßig nach Korea geflogen, aber die anderen Monate und Wochen und Tage dazwischen alleine einfach und wurde gleich mit dieser Riesenaufgabe losgeschickt und möchte die natürlich so gut oder wollte die so gut wie möglich meistern, was ich auch getan habe und habe dabei sehr, sehr viel geweint. Das erste Jahr war überwiegend nur in Regensburg und hatte schwere Stunden natürlich dazwischen, weil ich vieles überhaupt nicht verstanden habe. Ja, allein die Sprache zu lernen, wie schnell ging das? Ich spreche nicht fließend Koreanisch, ja. Also ich verstehe teilweise dazwischen und brauche sonst einen Übersetzer. Aber wenn ich arbeite, werden durch die Götter und Geister koreanische Botschaften auf Koreanisch übermittelt. Ja, und du sagst, du arbeitest im Dienste der Götter für die Menschen sicherlich. Das heißt, es kommen Menschen zu dir mit ganz verschiedenen Problemen und Leiden? Ja, ich habe also wirklich von Beziehungsproblemen über Leute, die ihr Haus nicht verkaufen können, über Leute, die sich Baby wünschen, über psychische Erkrankungen, über schwere körperliche Erkrankungen bis hin zu Krebspatienten. Das ist alles eine riesen Bandbreite. Und ich bin da aber auch sehr verantwortungsbewusst. Also wenn ich nicht weiter weiß, ja, dann hole ich mir entweder Rat dazu oder ich verweise den jemanden an jemand anderen. Also ich mache nur das, wo ich das Okay von meinen Spirits und Göttern erhalte. Und bekommst du da manchmal entweder durch Intuition oder vielleicht sogar durch die Götter selbst Informationen, die über das Problem desjenigen hinausgehen, wo du das Gefühl hast, da ist jetzt noch eine Botschaft, die muss ich ihm mitgeben? Ja, natürlich. Also ich schaue immer das ganze Familiensystem an, weil meistens derjenige, der kommt, ist meistens der Leidtragende. Daher haben wir ja auch das Wort bei uns. Und das Problem startet ganz woanders. Also der Schamane richtet sich im Grunde mit dem Blickwinkel auf die ganze Familie, aufs ganze Familiensystem auch und weiter darüber hinaus auf die Ahnen auch. Und du bist mit den Göttern verbunden? Immer? Immer. Wie fühlt sich das an? Oder vielleicht auch so, wie ist das langsam immer mehr geworden? Denn ich denke, du hast früher vielleicht von so Sachen geträumt, aber jetzt sicher nicht bewusst schon irgendeinen Kontakt gehabt, oder? Also anfangs war das auch nach der Initiation teilweise sehr, sehr unangenehm, weil ich kannte zum Beispiel gar nicht Wutausbrüche oder so Sachen. Ja. Und das erste Jahr war das für mich sehr ungewohnt, dass ich plötzlich diese irre Kraft von den Göttern und Geistern so gespürt habe und es kein Zurück gab, wenn ich, so wie du auch sagst, Botschaften mitteilen musste und das nicht wollte. Ja. Es gab einfach keine Ruhe dann in mir, bis diese Botschaft draußen ist. Ja. Und das ist natürlich nicht immer einfach, aber wenn man jemandem sagen muss, du pass auf, deine Beziehung stimmt nicht, deine Beziehung ist am Ende oder so weit gehen muss,
Ich sage, eins meiner schlimmsten Prüfungen hier in Deutschland war gleich mit, dass ich zu einer koreanischen Patientin gerufen wurde, die sehr stark an Krebs erkrankt war, und ihr zu sagen, es tut mir leid, ein halbes Jahr noch, genießt es. Das ist, sind sehr, sehr schwierige Schritte. Es ist ja für uns Europäer ganz schwer vorstellbar, oder viele denken jetzt, das ist doch sicher nicht real, dass eben du wirklich mit diesen Göttern in Verbindung bist und dass die sogar in dir sind. Jetzt gibt es außer Esoterik da auch viele falsche Vorstellungen, die sagen, oh, Besetzung, Vorsicht, oder man soll doch sein eigenes Leben leben, eigenes höheres Selbst, aber nicht mit anderen Wesen sich verbinden. Wie würdest du da antworten, wenn jemand sowas sagt? Also ich sage, generell ist natürlich das richtig, sein eigenes Wesen zu leben. Ja. Es ist anders im traditionellen Schamanismus. Das gehen die Spalten sehr weit auseinander, von der Esoterik zum traditionellen Schamanismus. Und in Korea und also in Asien und Sibirien ist der Ursprung des Schamanismus, das an die Wurzeln. Es gibt auch dort keine Drogen, also keine Ayahuasca, keine Peyote, solche Geschichten. Ja. Sondern man ist stark geschult und trainiert, auch in diese Trance-Zustände zu kommen, und wie du auch selber schon gesehen hast bei der Vorführung, dass die Götter, man sieht es wirklich über unseren Körper praktisch in uns eindringen und dann durch uns sprechen. Ja, das ist wirklich absolut faszinierend. Dieses In-Trance-Kommen geschieht durch Musik, durch Tänze, durch wahrscheinlich Gebete, die ihr sprecht. Genau, ja. Dann habe ich gesehen, alle machen immer so. Was ist das für? Das ist das, wenn wir beten, wenn wir die Geister und die Götter anrufen. Ja. Mhm. Das ist das Gebet. Also es ist nicht in der Stille, so wie man das von der Kirche kennen, sondern es ist im Gebet. Es ist auch immer der Tanz im koreanischen Schamanismus dabei. Und es gibt vom C.G. Jung-Institut das sehr schöne Doktorarbeit, die heißt, wer tanzt, wird geheilt. Ja, da wurde dieses Initiationsritual, das ich auch bekam von der Frau Kim, untersucht vom C.G. Jung-Institut. Ja, also sehr spannend. Ich habe es ja wirklich erlebt, wie sozusagen ein Gott, eine Wesenheit in dich eingefahren ist. Ich weiß nicht, ob ich es richtig gesagt habe. Es war schon sehr, sehr faszinierend, weil dein Wesen hat sich verändert. Du hattest plötzlich eine interessante, männliche, kraftvolle Präsenz. Und wusstest sehr genau, welche Griffe richtig sind. Da sind Menschen zu dir gekommen. Da gab es noch ein komplexes Ritual mit Fahnen, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Aber wie empfindest du das selbst? Bist du als Andrea dann zur Seite getreten oder bist du neben diesem Gott weiter in deinem Körper? Wie empfindest du das? Also anfangs, ganz anfangs war das sehr, sehr ungewohnt und teilweise natürlich unheimlich, weil du dich, sieht man auch in meinem Initiationsfilm, wie zum Beispiel der Kinderspirit in mich kam und ich plötzlich da sitze und Grimassen mache und sage, ich möchte Schokolade essen. Ja. Wenn du auf Koreanisch, wenn du das dann später siehst, ja, das waren Momente, du weißt teilweise davon, teilweise weißt du nicht davon. Mhm. Heute ist es so, nach 10 Jahren fast, dass ich sehr bewusst beiseite trete und sage, okay, das ist jetzt die Arbeit, das ist in dem Moment, wo ich die Götter, die Geister brauche, die in mich eintreten. Und dann gibt es ja später auch wieder die Andrea. Ja. Und dieser Gott, bevor er eintritt oder auch hinterher, bist du weiterhin mit ihm in Kontakt? Ja, oder? Ja. Ich sage immer, das sind wie Vibrationen. Ja, einfach wie Schwingungen, Vibrationen. Jedes Telefon, jedes Handy sendet Vibrationen aus und wir sehen sie nicht. Ja. Und so fühlt sich das auch in uns dann an. Also jeder Spirit, jede Gottheit hat eine andere Vibration, hat andere Bedürfnisse, hat andere Emotionen. Ja. Ist jetzt auch ein oder mehrere Götter hier bei uns? Alles, was ich jetzt spreche, natürlich. Ja. Mein Hauptgott nennt sich Dashen Halmoni und das ist der Großmuttergeist. Und das kannst du dir vorstellen, wenn man einen Großmuttergeist hat und einen Kindergeist dazu. Das ist manchmal ein bisschen lustig, weil die Großmutter gibt natürlich den Ton an. Faszinierend, ja. Und wie du schon auch mal gesagt hast, das ist jetzt nicht einfach so ein lockerer Job, sondern es ist eine Berufung fürs ganze Leben und es ist auch nicht einfach, denn es gibt ein weiteres Zitat von dir, man lernt beide Seiten kennen. Wie ist das gemeint? So wie du vorhin gesagt hast, wenn man die Götter eintreten, ja, anfangs in der Lehrzeit, deswegen hat man ja 3 Jahre Lehrzeit, ist es einfach so, dass du auch Erfahrungen mit der dunklen Seite machen musst, ja, also die dich auch versuchen zu kontaktieren. Und die beiden Seiten, und Frau Kim hat mir immer erklärt, die Jahre vorher, wie ich so stark schreckliche Stimmen gehört habe, war einfach meine Lehrzeit. Dadurch ist es durch das Ritual, konnte ich diese Prüfungen erfüllen. Und das ist, denen kann man im Grunde dann nur mit dem Verstand
die Stange halten. Alles andere wird dann schwierig. Mhm. Und wahrscheinlich warst du dann auch erstmal mit eigenen Schatten konfrontiert, aufgrund derer du dann auch so Energien erstmal angezogen hast? Nicht nur mit eigenen Schatten, sondern das geht wirklich so dahin, wo man in der Zeitung dann einmal liest, du hörst, du kannst ein Messer in die Hand nehmen, oder du hörst, geh bei Rot über die Ampel. Solche Dinge passieren dann tatsächlich. Also es geht im Schulmedizinischen in die Schizophrenie rein. Mhm. Ja. Jetzt wird es trotzdem Zuseher geben, die würden sagen, naja, das ist doch wahrscheinlich eine alte Tradition, das brauchst du doch gar nicht mehr in der heutigen Zeit. Auf der anderen Seite lebst du es einfach und du machst es. Wie empfindest du dieses neue Denken und das alte Denken? Also für mich ist sehr wichtig, dass ich diese Brücke bin. Ja. Ja. Also für mich ist auch wichtig, dass ich Brücke zwischen Medizin und Natur und Schamanismus bin. Ich sag, du arbeitest das eine, auch mit Ärzten zusammen. Ich arbeite auch zusammen. Ich sage, das eine kann das andere nicht ausgrenzen. Es muss verbindend sein. Ja. Und das finde ich das Schöne daran. Auch, dass, dass man gehört wird, dass man anerkannt wird. Mhm. Und dieses, wie soll ich das beschreiben? Letztendlich sage ich immer, es ist nicht wichtig, wer heilt, in Anführungsstrichen, sondern es ist das wichtig, dass der Kunde oder der Klient oder der Patient, wie es die Mediziner nennen, zufrieden ist und für sich den Weg findet. Mhm. Und wie er da dort hinkommt, das können verschiedene Ansichtspunkte einfach sein. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Ja. Und was die Anerkennung betrifft, das ist ja wirklich, du bist in der ganzen Welt unterwegs. Es gab in Paris 2013 eine Ausstellung. Es ist ein großer Arte-Film über dich gedreht worden. Du arbeitest mit Ärzten und mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammen. Ja. Kannst du da mal so ein Beispiel nennen? Also es ist für mich wichtig, zum Beispiel, wenn ich jemanden, der psychisch sehr, sehr krank ist, dass ich da einen Therapeuten mit dabei habe, dass ich sage, okay, weil die Arbeit geht sehr in die Tiefe. Ja. Es ist jetzt nicht irgendwas an der Oberfläche. Man schaut, wo entsteht die Wurzel der Krankheit? Warum hat derjenige das Problem? Und jetzt bin ich dazu natürlich nicht genug ausgebildet als Therapeut. Und da ist es mir wichtig, dass da eine fachkundige Person mit dabei ist, um den Kunden dann mit aufzufangen, wenn man die Tiefe des Problems hochholt. Mhm. Spannend. Jetzt mag es andere Leute geben, die sagen, wow, das klingt cool, ich will auch koreanischer Schamane werden. Ist das so einfach? Nee, das ist nicht so einfach. Das denken viele, ja. Und es gibt viele Angebote, in der Esoterik Schamane zu werden. Genau, Spitzhüttenzeremonie und schon bist du Schamane. Ja. Das halten wir als sehr, teilweise sehr gefährlich, ja. Weil es muss entweder du bist geboren als Schamane in diese Linie oder du leidest an der Schamanenkrankheit. Und die wünscht keiner dem anderen. Und in Korea ist es so weit, ja, dass es in der Familie, wenn entdeckt wird, man hat einen Schamanen in der Familie, wird der meistens ausgegrenzt. Ja. Es ist also es gibt keine Hobby-Schamanen, ja. So wie das bei uns teilweise in Europa verbreitet ist, sondern das ist einfach eine Bürde. Und diese Art der schamanischen Berufung gibt es ja weltweit in verschiedenen schamanischen Kulturen. Bist du auch in Kontakt mit anderen Schamanen von anderen Kulturen? Ja, ich bin da sehr interessiert an dem Austausch, also generell. Für mich ist es sehr wichtig. Du hast sogar einen geheiratet, entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ne? Ein Hawaiianer, ist das richtig? Ja. Für mich ist es sehr wichtig, verschiedene Gesichtspunkte zusammenzuführen. Ich sage immer, man kann alle Wege führen nach München, man kann Autobahn fahren, Landstraße und jeder muss für sich entscheiden, welchen Weg er wählt. Ich drücke auch nie jemanden auf, dass ich sage, nur meine Sichtweise ist die einzig richtige, sondern ich sage, es ist eine Möglichkeit. Und bitte nimm deinen Verstand mit mir rein und gib ihn nicht an der Garderobe ab. Schön. Ja. Und vielleicht noch als letzte Frage, was ist so dein Gefühl? Viele sprechen von einer Wendezeit. Die einen befürchten schon den Dritten Weltkrieg und die anderen sagen, das Bewusstsein wird sich anheben und wir alle werden glücklich sein. Sind wahrscheinlich beides extremer. Was ist so da dein Gefühl oder hast du da auch Informationen von den Göttern? Wie siehst du die Entwicklung momentan? Also meine Schüler haben mich daran erinnert, wir hatten bevor, ich bin Ende Mai nach Hawaii geflogen und wir überkreuzten zuvor die damals österreichische Grenze. Und beim Rüberfahren habe ich anscheinend ganz floppig gesagt, in ein paar Wochen werden wir wieder Grenzen haben. Ja. Ich habe das total vergessen. Und ich sehe das auf der einen Seite, sage ich mal, ist wahrscheinlich diese Völkerbewegung, wie wir diese immer schon gehabt haben, Völkerwanderungen hat es ja in der Geschichte immer schon gegeben, gehört dazu, diese Bewegung. Und auf der anderen Seite habe ich auch dieses Gefühl, es könnte sich dahin entwickeln, dass es Krieg gehen könnte, weil die
aus den religiösen Gründen und aus den Ego-Geschichten die Leute relativ wenige eben nicht so weit entwickelt sind, dass sie sagen, ich kann einen schwarzen Menschen neben mir genauso stehen lassen, wie ich es selber bin und ich teile mich die Dinge mit ihm. Ja. Das bedeutet schon sehr viel Entwicklung. Und ich bin mit jemand Dunkelhäutigen verheiratet. Dadurch kenne ich auch teilweise die Aussagen. Und es ist nicht oft schön. Ja. Also das muss ich selber wirklich sagen. Man sieht, da gehört viel Arbeit hin. Und es ist in meinem täglichen Gebet, dass die Leute das wirklich gemeinsam schaffen. Ja. Weil wir sind eine Welt. Ja. Und es sollte Gemeinsamkeit geben. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, vielleicht noch eine letzte Frage. Wenn sich Menschen nach mehr Frieden im Leben sehnen, nach einem schöneren Leben, viele haben es nicht leicht, sind im Stress, gibt es da so ein, zwei Tipps, Ratschläge, die du geben kannst, einfach ganz allgemein, was hilft uns? Ich sage immer, so authentisch wie möglich sein. Ja. Ja, die Maske ablegen, die meisten laufen gern mit einer Maske rum. Ja, es bringt nichts, also, im schlimmsten Fall macht es krank. Und es ist einfach, wenn ich in dem Moment glücklich bin, bin ich glücklich. Wenn ich mich ärgert, ärgert mich. Ja? Und wenn ich jemanden gerne in den Arm nehmen möchte, den wo ich gern mag, ja, so wie ich das jetzt hergehe und sich in den Arm nehme, ohne zu überlegen, darf ich das, kann ich das, kenne ich denjenigen gut. Einfach es zu leben, was da ist. Und das muss ich immer wieder sagen, dafür bin ich froh, dass ich Teil im Jahr in Hawaii leben darf, weil da wird das einfach gelebt. Ah, schön. Ja. Und das war sicher auch kein einfacher Weg. Ich meine, in so unterschiedlichen Wegen zu sein und immer wieder zu schauen, wo bin ich wirklich ich selbst? Ja? Ja. Immer wieder neu sich kennenlernen, oder auch? Das ist täglich. Ich sage immer, wir lernen nie aus. Ja, also so keiner von uns. Schön. Andrea, ich danke dir sehr. War ein sehr schönes Gespräch. Danke, Thomas. Meine Damen und Herren, okay, folgen Sie Ihrem Herzen. Bleiben Sie authentisch. Alles Gute.